Und jetzt fertig? Ja, jetzt kannst du ihn. Hast du Stühle mitgebracht? Nee. Ein Sonnenschirm und zwei Sniperstühle hätte ich. Merle Dixon. Ach komm, hier oben kriegst du doch irgend so einen Sonnenstich. Noch eine Etage draufsetzen? Nein, nein, nein. Geil wäre, wenn wir jetzt hier so einen Rahmen irgendwie noch aus Glas, so eine Wand hier hinten. Mal, sieht das nicht edel aus hier? Guck mal, wie Das geht hoch. so. Das geht so. Tja, wisst ihr, wo ihr Sand herbekommt? Gleich ums Eck. Ist ja ewig weit weg. Quantum, der Sandlieferant. Weil du glaubst, dass ich hier hin und her hechtle. Wann gibt's hier Autos? Das wäre praktisch. Genauso schnell wie ein Warzett. Ja, das ist so ein komischer Klotz, den er hier gebaut hat. Das sieht eigentlich von außen sieht's potthässlich aus. Aber eigentlich von außen, das heißt von innen sieht es unglaublich schön aus, Von innen sieht's so beengt aus, dass du gar keinen Eindruck gewinnen kannst von der Architektur da drin. Warum fehlt denn hier? Ey, Was? warum fehlt denn hier alles? Warte mal, wo bist du? Ey, komm mal hierher. Ja, kleinen Moment, ich bin gerade Bei mir fehlt hier ein Haufen Textur. So, Ist das ein Texturen. Fehler Das ist. oder? Ich hoffe. Also es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß nicht, Wo bist denn du? Ich laufe gerade mein kann ich hier Gebäude runter. runterfallen? Nee, ist ein Fehler. Oh Gott, ich dachte eben, wer hat denn hier die halbe Wand weggeknuspert? Der Klotz sieht von außen ja kacke aus. Ich sag ja, super hässlich. Ich hatte einfach mal Bock, was zu bauen. Lass mich. Hat lange weg. Ja, Quantum, er ist wahnsinnig geworden. Ich baue ihn noch höher. Noch höher? Noch höher? Nein, Ich habe lass gesagt, es. noch höher. Nein, lass es. Es kracht doch eh wieder alles ein. So hoch war ich noch nicht. Mein Turm war nicht so hoch. Oh Gott, das ist Wahnsinn. Das ist Madness. This is madness. Aber die Zombies beachten mich gar nicht hier. Verschanze ich mich und kein Mensch kommt. Du könntest rennen, Mann. Du könntest rennen. Nimm doch ein bisschen Sand mit. Und das wird aber jetzt die finale Ebene. Vielleicht. Wahrscheinlich spontan. Oh nein, ich hab nichts zu trinken. Ich hab nichts zu trinken. Ich verdurste. Ach ja, wir haben viel gebaut heute. Sehr viel gebaut, aber wir haben Quantum verloren. Quantum ist weg. Irgendwo in der Wüste. Du musst nur noch wieder hier hinkommen. Ich überlege gerade, ob ich weggehen soll oder nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Du solltest auf jeden Fall, wenn du wieder hier bist, deinen Schlafsack irgendwo hier hinsetzen. Das wäre eine geile Idee. Angst. What? Wo sind meine Fackeln hin? Wie meinen? Die waren eben gerade weg. Irgendwie kann ich hier keine anbringen. Egal. Ja. Ach ja. Oh, war ein harter Tag. War wirklich ein harter Tag hier. In 7 Days to Die. Wie lange leben wir? Neun Tage. Ganz ordentlich. Ja. Gut, abgesehen davon, dass ihr 30 Mal gestorben seid heute.
Kies, meinst du? Ich bin einmal gestorben, du bist dauernd runtergesprungen. Ich bin einmal gestorben beim Runterspringen. Du warst dauernd verzweifelt und hast gesagt, wow! Was hast du heute erschaffen, Kies? Was ist das hier eigentlich für ein merkwürdiger Stahlträger hier in der Mitte? Hast du den gebaut? Ja, weil mir die Brücke dreimal eingestürzt ist, habe ich den verbessert. Die Zombies da unten, die drehen gerade durch. So ein bisschen. Wie lange spielen wir hier schon? Jetzt gerade oder insgesamt? Ja, jetzt gerade. 3 Stunden und 15 Minuten. Ist ja Wahnsinn. Ein Quantum immer noch verloren. Ich laufe hier in der Nacht herum. Oh, sieht gut aus. Interstate 73. Ja. Okay, wenn wir schon mal hier sind und ein bisschen warten. Oh, Quantum, erzähl mal so ein bisschen was. Ja, jetzt kann ich, ich habe hier einen vollen Stress. Es ist Nacht, ich bin auf der Straße, Zombies können mich jederzeit töten und ich soll ja noch eine Geschichte erzählen, wenn ihr im Haus entspannt. Ja, so eine kleine Anekdote. Damals im Ferienlager, ich habe einen Zombie hinter mir. Wie ist es eigentlich, wenn man schon in so jungen Jahren in Rente ist? Ist es gut? Es gibt ja einige leidvolle Personen, die es können, ja. Also, ich wäre eher für einen Lottogewinn. Also gefällt dir das Rentnerleben? Moment. Okay. Alles noch. Oh shit, oh shit, das war keine gute Idee, das war keine gute Idee. Ich bin draußen und ich habe keine Ahnung wieso. Ich wollte einfach mal einen Zombie angreifen. Shit, die kommen jetzt alle hier unten in den Tunnel. Wie? Sorry, mein Fehler. Dies hat sie reingelassen. Upsi. Das ist aber auch in jedem Zombie-Streifen dasselbe. Irgendeiner lässt die Zombies rein. Alles cool. Alles cool. Okay, sie haben irgendwie den Eingang entdeckt und jetzt kommen sie immer wieder. Irgendwie den Eingang entdeckt. Irgendwie haben sie so eine Spur aus Speckkrümel. Alles klar, jetzt ist alles gut. Ich bleib da weg, okay? Ich bleib da weg. Sieht einfach nur gut aus, okay? Alles klar. Was meint ihr, wie hoch geht das Spiel denn? Also wann kommt die Decke? Ich weiß nicht, muss man sowas wirklich rausfinden? Ich finde sowas interessant. Ich könnte den Turm noch erweitern. Ich glaube, jetzt könntest du auch nach unten graben, das wäre vielleicht sogar dann doppelt sinnvoll. Na, aber vielleicht gibt es oben in der Luft hier. Es wäre richtig geil, wenn wir so tief graben würden und so hoch bauen würden, dass wir uns irgendwie wieder treffen. Weißt du, dann ist so ein Sprung, wo du dann wieder oben stehst. Dass du schon unten den Turm siehst. Das ist Schwachsinn. Das wäre aber geil. Ich hätte Fenster einbauen sollen. Ich sag ja, sehr deprimierend da drin. Aber so kann Quantum uns schneller finden. Der findet uns auch so, der hat eine Karte. Der ist schon wieder im Wald, also ist, geht's gut. Mir geht's gut, geht's alles gut. Ist, ja. Easy peasy, kein Problem. Hier ist kein Zombie weit und breit. Man sollte sich wahrscheinlich auch theoretisch irgendwo ein Haus von Grund auf selber bauen, weil die Häuser ja an sich Spawnplätze sind für Zombies. Ah. Wo? Ich sag's jetzt nach 3,5 Stunden. Geil. Ihr habt meine neuen Kisten voll gemacht mit eurem Kram. Und Dora. Haben wir noch was zu trinken, Leute? Ja, hier drüben. Bei den Betten. Im Living Room. Wie gesagt, der Platz sparen, diese Glastür nehmen und oder irgendwo einen Eimer machen, einen Eimer basteln, einmal Wasser holen. Einen Block freimachen, wo das Wasser und es gibt eine unendliche Wasserquelle. Das wäre gut. Kies, die reißen uns unten gerade Wände ein, also richtige Wände. Geh mal gucken. Tragende Wände? Das merkst du recht schnell. Ah. Check mal die Lage. Was macht eigentlich die Grube? Ist auch noch so ein Projekt irgendwie, ne? War dein Projekt. Ah. Machen wir noch. Sieht gut aus, die Grube. Doch echt, solide.
Da kennt man, da war ein echter Handwerker am Berg. Hier unten fehlt so ein kleines bisschen Metall. Das waren die gerade, oder? Könnte sein. So, soll ich jetzt durch den Tunnel dann gehen, wenn ich komme, oder? Ja. Das sind jetzt oder die Grube. Du kannst auch in die Grube hier springen. Ist eigentlich auch kein Problem. Oh, hier ist ein Schwein. Oh, das muss ich noch nehmen. Ich muss nicht davonlaufen. Okay, wir müssen noch die ganzen Sachen hier abgeben. Ich lager gerade auch Mist und so ein. Kannst du noch 2-3 Truhen bauen? Bestimmt. Kisten. Mhm. Okay, hier drüben haben wir Wasser. Das gebe ich mal alles ab. Dann, was können wir hier noch reintun? Voll. Wohin? Ich baue mal hier oben alles dicht. Ja, irgendwo eben. Ja, oben ist, sieht aus wie ein Grab, aber es sind Kisten. Wir haben ganz viele Kisten oben auf Dach 2. Oh shit! Okay, sie sind hinter mir her. Renn, 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 renn! Oh Mann, ich sehe schon diesen fantastischen Turm hier. Dankeschön. Ich wusste es. Sieht doch gut aus. Hier ist so viel Holz, das macht mir allerdings ein bisschen unbehagen, aber sonst? Okay, wo zum Henker geht's hier rein jetzt? In die Grube springen. Okay. I did it. Sag mal, wenn ich jetzt hier so einfach mal mitten auf dem Holz ein Lagerfeuer hinsetzen würde, gute Idee oder keine gute Idee? Ich glaube nicht, dass das was macht. Ich glaube nicht so famos. Okay, jetzt habe ich hier eins. Was kann ich damit tun? Es gibt wesentlich mehr Licht und man kann wahrscheinlich irgendwie braten, aber ich habe nicht rausgefunden, wie es geht. Oder ob es überhaupt geht. Dalu, Geier, zündel mal hier drüben. Was soll ich anzündeln? Ja, hier. Du hast doch die Fackeln in der Hand. So Fackeln willst du, ja. Das... Ja, Moment. Da ist das Lagerfeuer hier drüben. Kleinen Moment. So, ach, was? Zu Hause. Hier, kann man hier irgendwas tun? Ah! Ich glaube, ich habe nicht genau. Hat noch jemand dreimal Clothes? Dann kann ich mir das dahin. Ah, hier ist er. Okay, alles klar. Warte, ich nehme hier mal Fleisch mit. Und dann hier drüben hatte ich irgendwo noch Lehm. Ich würde gerne mal wissen, was wir mit dem Lehm machen können. Irgendwo hatte ich Lehm. Was macht ihr da? Nein, warte mal, ich denke, hinstellen? Ich brauche Sticks hierfür. So, Moment, ich muss die Sticks scharf machen. Der Turm ist eindeutig das Highlight. Kann ich hier nicht irgendwie Sticks, Fleisch und dann hier drüber und gegrillt? Ja, wenn ich rechtsklick mache, dann esse ich's. Linksklick. Ups, das war die Ups. Was? Nichts passiert. Ich glaube schon. Was ist geschehen? Nee, da tut sich auch nichts. Kann man sich hier verbrennen? Nee. Was fehlt? Ja, keine Ahnung. Wir pennten hier drüben beim Kartoffelfeld. Phantom. Ah, okay. Direkt an der Quelle. Ich habe keine Ahnung, wie wir es grillen können. Könnt ihr das Feuer bitte wieder austreten? Aber es gibt gut Licht. Nein. Lassen wir es hier. Aber warte mal, wir müssen doch irgendwas mit dem Cooking Pot machen können. Also irgendwas muss ja gehen. Habt ihr jetzt schon ein System hier in der ganzen Zeit hier mit dem Kisten? So, nee, alles reingeworfen. Platz. Müssen wir irgendwann mal machen. Ja, wir müssen irgendwann mal aufräumen. Guck mal, ich habe jetzt hier Lehm. Vielleicht irgendwie, wenn ich mit Lehm dahin gehe. Hast du sowas schon mal gesehen? Hier? Claybow. Nein. Ich kann ja auch nichts mitmachen. Sehr mysteriös.
Hier ist nochmal Kisten für alle. Egal, ich lege jetzt erstmal meine Sachen hier drüben hin, denn wir sind ja jetzt fertig, ne? Alles ablegen. Ja, fertig. Packt alles weg. Nach 20 Stunden endlich hier die Runde vorbei. Wir haben ganz viele Kisten hier auf dem Dach. Oh, jetzt hier im Morgenschein. Der Turm. Oh, wunderschön. Wunderschön. So schön. Aber die Kisten hier oben, die sehen alle gut aus. Jetzt bräuchten wir nur noch so Schilder mit Beschreibung. Oder wenigstens auf einem Fleck alles hin tun mal. Durch drei Häuser laufen. Mhm. Gute Idee. Ich hätte ja ganz gerne noch hier die Bären mal gesehen. Ist euch die Brücke gar nicht aufgefallen von 1 zu 5? Die ist auch neu. Doch, doch, hab ich gesehen. Das Schwein da oben, gehört das auch dazu? Ja, jetzt ist es down. Es läuft. Ich jag. Wo ist es? Kommst du da hoch? Nee, Jag ist hier drüben. Ich bin dabei, es zu reiten. Jag ist hoch. Wo ist es? Es kommt direkt auf uns zu. Ich verprügel es. Oh. Jetzt ist es noch down, oder? Nein, nein, nein. Es ist abgestürzt. Jetzt ist es tot? Nein. Slidet noch. Jetzt haben wir's. Hol es. Ich versuch's. Hol die Beute. Hab ich. Jawoll. Bleihaltig. Gejagt wäre ich den Männer. Die Sonne geht auf. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Ich bringe das Fleisch jetzt noch hier drüben hin. Und dann beenden wir endlich diese endlos lange Aufnahme. So, danke fürs Zusehen und tschüss. Tschüss. Ciao.